Danke. Bist ein echter Kumpel. Nils, sie nimmt sich eine Auszeit bei einer Freundin. Das ist doch kein Weltuntergang. Und wenn das echt der Anfang vom Ende ist? Ach Quatsch. Ihr habt euch gestritten und dann vertragt ihr euch eben wieder. Die Idee mit dem Blumenstrauß war auf alle Fälle ein Flop. Trinkst du auch noch ein Bier? Ich glaube, Wasser ist in deinem Fall besser. Wo? Also, das Ganze fing doch mit deinem Vater an, richtig? Der hat sich total eingewickelt. Weißt du, darin ist Kurt echt Profi. Ja, Tanja hat ein gutes Herz. Ein viel zu gutes. Ich kann ihr nicht mal einen Vorwurf machen, dass sie sich vom Manipulationsmeister hat linken lassen. Trotzdem davon auszugehen, dass sich Kurt was antut, das ist absurd. Kannst du das hundertprozentig ausschließen? Der Typ ist ein Egoist. Durch und durch. Der würde lieber die ganze Menschheit draufgehen lassen, um seine Haut zu retten. Nee. Ein Selbstmord nie. Verstehe. Wie lange bleibt Tanja bei den Sonnenbichlers? Bis morgen. Hoffe ich. Eine Nacht. Eine Nacht ist völlig harmlos. Glaubst du, morgen ist alles wieder gut? Hör mal, die wird doch so einen coolen Typen wie dich nicht vom Haken lassen wegen eines blöden Streits. Ich? Cool? Never. Wenn ja einer cool ist von uns beiden, dann du. Ich glaube, du hast wirklich ein Glas zu viel, Intus. Robert, das ist mein Ernst. So wie du dich wieder hochgerappelt hast nach dem Tod von Miriam. Alle Achtung. Ja, mit Evas tatkräftiger Unterstützung. Und für Valentina bist du ein Superpapa. Da sprechen wir uns noch in 12 bis 13 Jahren. Denn dann bin ich ätzend und peinlich. Ich glaube nicht, dass ich das gepackt hätte. Womit auch die Frage, wer von uns beiden der coolere ist, einwandfrei geklärt ist. Ja. Ihr könnt mir alles wegnehmen. Bringt nichts. Wenn es zu Ende sein soll, dann finde ich einen Weg. Hallo. Haben Sie Kinder? Hoffentlich geht es Ihnen nicht mal so wie mir. Umdrehen. Ich bin meinem Sohn völlig egal. Wenn seine Frau ihm nicht so zugesetzt hätte, wäre der Junge nie auf Besuch gekommen. Aber meine Schwiegertochter, die hat das Herz am rechten Fleck. Okay. Na, sehen Sie? Doch gesagt, alles umsonst. Vergebe ihr Liebesmüh. Tanja, liebes Kind. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns endlich kennenlernen. Lass mich zu meinem Kind! Ach.